is restless, it really is so strong. I wanna give you all my love before it's too far gone. My love is like a lion, hungry for his prey. Come on and show your love, I know you can't wait. Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Kulturspiegels begrüßen, zu dem ich heute die gebürtige US-Amerikanerin Linda Jo Rizzo begrüßen darf. Schön, dass du mein Gast bist. Schön, Linda, du darfst mittlerweile auf eine vielseitige Karriere zurückblicken. Mit 18 Jahren hast du in deiner Geburtsstadt New York City das Modeln begonnen. Wie bist du denn damals zum Modeln gekommen? War das ein Talentscout, der irgendwann auf dich aufmerksam wurde? Nein, das war ein Wunsch von mir. Wenn ich ganz jung war, ich habe gekauft diese Modemagazins und weißt du, so typisch Teenager. Ich habe mich immer interessiert in diese Sachen und das ist selbst von mir gekommen. Ich wollte Model sein. Das wollen jetzt viele junge Mädchen. Also man sieht auch immer wieder im Fernsehen die ganzen Castingshows. Wie hast du es dann letztendlich tatsächlich geschafft? Also trotz diesem Wunsch, du hast ja auch große Cast-Kampagnen geschossen, wie zum Beispiel mit Laura Biagiotti. Das ist ja schon eine Hausnummer für sich. Genau, genau. In Amerika habe ich angefangen, aber meine Karriere ist richtig losgegangen in Italien. Weil in den 70er Jahren war in Amerika, also das California-Look, also ganz unschuldige Blonde, blaue Augen, Dimples und so weiter. Und das war ich nicht. Ich war ein bisschen europäisch geschnitten in Fotos. Und eine Top-Agentur in New York hat gesagt, Linda, geh nach Paris oder Mailand, weil da wirst du Erfolg haben. Und ich habe Italien ausgesucht, weil ich komme aus italienischer Familie. Aber okay, ich kann besser mit Italienisch umgehen als Französisch. Und es war tatsächlich so, weil ich bin angekommen in Mailand an einem Sonntag und Montag war ich sofort bei Agentur. Wahnsinn. Angenommen. Ja, crazy. Davon träumen viele Mädchen. Ja, genau, genau. Durch dieses Modeln hast du dann ja auch erstmals namhafte Musikproduzenten kennengelernt. Irgendwie so die Ebene für deine spätere Karriere. Wie wurde dann aus dem Model Linda die Sängerin der Girlgroup The Flirts? Oh, das ist richtig eine Geschichte. Ich bin nach Italien gegangen zum Modeln Ende Juni. Ich wusste nicht, dass in Europa gibt's das
Ferie d'Agosto. Also das hier, die geht in Urlaub im Sommer. Mhm. In Amerika, das gibt's nicht. Wir haben 2 Wochen Urlaub. Und das ist nicht eine nationale Sache wie hier. So, ich habe einen Monat richtig gut gearbeitet und dann meine Agentur, Modelagentur, hat zu mir gesagt, das war die Ende Juli, okay, wir sehen uns im September, was magst du eigentlich im Sommer? Und ich bin da gestanden, hä? was? Seid ihr geschlossen jetzt? Ja, wir machen einen Monat Urlaub. Und ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen? Und ich habe Freunde in Mailand gehabt, in dem Musikgeschäft, das ich in New York kennengelernt habe. Und vor meiner Reise nach Italien, die haben mir ihre Karte gegeben und gesagt, Linda, wenn du Hilfe brauchst, wenn du nach Mailand kommst, ruf uns an. Habe ich das gemacht. Ich habe einen Music Manager getroffen für Mittagessen in Mailand. Und in der Wartezimmer, ich höre von seinem Büro, dass er ist am Telefon richtig hektisch und mit Angst, weil er sucht eine Sängerin für eine Tour. Er findet niemanden. Ich sitze da, ich habe in der Schule gesungen, in der Kirche und so weiter. Ich habe nie gedacht, ich wäre Sängerin, aber die Leute haben gesagt, ich habe eine schöne Stimme. So, ich sitze in der Wartezimmer und höre das Ganze, oh mein Gott, oh mein Gott. Und denke ich, das kann ich machen im August, ich habe sowieso nichts zu machen. So ist es passiert. Was für eine Geschichte. Total verrückt. Und dann im Endeffekt eine große Karriere angestrebt. 1983, glaube ich, kam dann das Album Born to Flirt raus. Ihr habt dann auch durch ganz Europa eine Tour gemacht. Wie wichtig war diese Zeit für dich, für deine spätere Karriere? Was hast du alles Aufregendes erlebt in dieser Zeit? Das ist interessant, Daniela. Da, so viele Leute fragen das bei Interviews. Wie war das damals? Und ich antworte auch viele Künstler von den 80er Jahren, wenn du das in dem Moment lebst, du merkst es gar nicht. Das passiert alles so schnell. Ist das Normalität auch oder ist es mehr Stress, mehr Leidenschaft? Man stellt sich das ja, wenn man einen Traum hat, immer so vor, so bilderbuchmäßig. Es ist Wahnsinn, alle sind, mögen dich, jeder spricht dich an, du hast plötzlich unglaublich viele Fans, Erfolg. Ist es nicht vielleicht immer ein bisschen schmutziger und kleiner als im Reisekatalog dann letztendlich die Realität? Das ist harte Arbeit. Also die jungen Leute, wie wir haben vorher gesprochen, privat, ne? Heute ist es Be a Top Singer, Be a Top Model, ist alles a Top Cook. Also es scheint im Fernsehen alles ganz einfach. Wenn du das richtig als Karriere machen möchtest, das ist harte Arbeit. Disziplin, Schlaf, wie du esst, Sport, die ganze Sache. Wenn du möchtest, es wirklich machen und oben kommen. Und wie ich sag damals, die 80er Jahre waren so eine super Zeit. Das war was los überall, ganz Deutschland. Ich war in 3, 4 Diskotheken pro Woche. Du hast nur geschlafen, Frühstück, boom, in der Auto, warst du wieder weg. Und wenn ich heute zurückschaue, sage ich, mein Gott, wie habe ich das alles gemacht? Du merkst das nicht in dem Moment. Du bist nur, okay, da. Okay, bis dann. Unglaublich. Ja, ja. Hört sich wirklich sehr aufregend an. Und irgendwann hast du dich dann dazu entschlossen, Solo durchzustarten. Warum wolltest du dann eine Solo-Karriere anstreben? Hattest du von vornherein die Gewissheit, okay, ich könnte das auch schaffen? Das ist realistisch, dass ich da nochmal den Durchbruch schaffe? Mit 3 Mädchen, also The Flirts, 3 Mädchen ist nicht einfach. 3 Frauen zusammen, da wird die Leute bestimmt das Bestätigung, nicht nur im Musikbereich. Aber es ist immer so ein bisschen Eifersucht und Konkurrenz und mach mal so, na mach mal so. Sich zu eignen ist... In Bayern sagt man gescheiter Hähnerhaufer. Viel so, Gacker und so. Und irgendwann, das war für mich zu viel. Ich wollte wirklich weiter Karriere machen. Und ich bin mehr ein Alleingänger. Ich bin Widder. Und so Widder sind mehr, die machen alles alleine, so Power. Und die anderen waren nicht so. Ich glaube, die haben nicht vorgestellt eine richtige Karriere. Und ich war auf Tournee mit The Flirts in Saarbrücken. Das ist ein großes Festival, die machen jedes Sommer, ich glaube, das Student Fire oder irgendwas. Und da kenne ich The Fancy. Wir haben aufgetreten, war 4 Künstler. Und der kommt zu mir nach meiner Show und gibt mir seine Telefonnummer und sagt, hast du irgendwann Lust, was alleine zu machen? Ich sag, ja, warum nicht? Er sagt, ruf mich an, wenn dein Tournee vorbei ist. Und ich habe 5 Monate wirklich in einem Koffer gelebt, immer von Staat zu Staat und Hotel zu Hotel. Ich habe seine Nummer verloren. Nach 5 Monaten, ich bin zurück nach Amerika gegangen, habe ich meinen Vertrag mit The Flirts gelöscht, also, how do you say, cancelled. Aufgehoben. Bin ich zurückgekommen und habe ich wirklich als Linda Jo Rizzo
von ganz unten angefangen. Piano-Bars, kleine Show, also richtig kleine Sachen. Und ich kriege Gänsehaut, wenn ich diese Geschichte erzähle, weil das ist Schicksal. Ich habe in einer Piano-Bar gearbeitet in München und irgendwann kommt ein Herr am Tisch in meine Pause. Der ladet mich an, ein Glas Champagner, gehe ich am Tisch und dann sagt er, bist du die Linda Jodis? Ich sage, ja. Warum hast du mich nie angerufen? Ich sage, wer bist du? Weil Fancy ist auf der Bühne geschminkt und richtig so Star, ne? Und in sein Leben, jeden Tag, sein normales Leben, ist er ganz normal, ohne Schmink und wie Divine, ne? Mhm. Ich habe ihn überhaupt nicht gekannt. Und er sagt, ich bin der Fancy. Du? Ich sage, warum hast du mich nicht angerufen? Sag, ja, ich habe deine Nummer verloren. Dann sagt er zu mir, wann bist du fertig? Ich sage, ja, ungefähr 1 Uhr nachts. Was magst du? Ja, dann fahre ich zu Hause. Hast du Zeit? Warum? Das Piano-Bar war 4 Tür weg von seinem Studio. Wahnsinn. I mean, in ganz Deutschland, ich lande an der gleichen Straße als Fancy. So, ich bin nach meinem Auftritt in das Studio gegangen, habe ich meine erste Platte mit ihm um 1 Uhr nachts aufgenommen. Ein Schicksal, das euch bis heute verbindet. Nicht nur die Musik, sondern ich denke, es ist mit Sicherheit auch eine Art Freundschaft geworden in all den Jahren. Schon. Ihr habt jetzt wieder ein gemeinsames Projekt, Stronger Together. Was ist die Geschichte dahinter? Oh mein Gott, das ist jetzt die erste in 25 Jahren. Meine alte Firma Six, ich bin jetzt wieder dabei, nach 25 Jahren. Und ich habe die Idee letztes Jahr gehabt, ein Duett zu machen. Den habe ich Fancy angerufen. Was meinst du? Ja, warum nicht? Die 80er Jahre sind wieder in. Und dann haben wir viele Demos angehört und probiert. War nichts. Und interessanterweise hat Six dieses Lied Stronger Together. Und ich habe erst den Text geschrieben über uns. Also, dass wir wieder zusammenkommen nach so langer Zeit. Und Six wollte mehr einen Text, das hat zu tun mit der WM, mit Gewinnen, mit Mitmachen und Power Stronger. Also wir sind gemeinsam stronger. Und so ist es rausgekommen. Also super. Was hat sich im Vergleich zu den 80er Jahren verändert, wenn du sagst, die 80er Jahre sind wieder in? Ist das ein bisschen eine abgewandelte Variation oder ist man tatsächlich immer noch so crazy mit Farben auf der Bühne, Disco-Feeling? Oh my God. Ja, yeah, I mean, wenn ich meine 80er Konzerte mache, ich habe noch Kleidung aufgehoben, original. Und ich kaufe auch also ein bisschen lustig, farbig. Das war die 80er Jahre. Heute ist ein bisschen runtergespielt. Ne? Aber ich versuche ein bisschen das Feeling von der 80er Jahre auf die Bühne zu bringen, mit Kleidung, mit Schmink. Nicht so viel, weil in der 80er Jahre habe ich immer so Pink, Glitzer und Türkis. Und wenn ich würde es heute machen, würde ich ausschauen wie ein Clown. Ne? Das ist viel zu lang her. Aber ja, und die neue Musik, was ich gemacht habe, das sind viele neue Lieder, aber das Feeling von der 80er. Weil 80er Jahre, das war super Dance-Musik. Das war positive Musik. Das war alles in so, how do you say, a major chord, also nicht in Moll. Mhm. Das war einfach, das ist so vor dem Ohr gegangen und du wolltest bewegen. Heute ist die Musik mehr aggressiv, ich denke oft, und negativ. Ist so ein bisschen minor, so Moll. Yeah. Und ich mag glückliche Musik. Was sind das dann für Fans, die deine Konzerte nach wie vor besuchen? Sind das dann im Endeffekt auch Leute, die in den 80er Jahren wirklich jung waren, die das Ganze in ihrer Teenagerzeit miterlebt haben? Oder bringen die dann auch den Nachwuchs mit zu deinen Konzerten? Bei mir und Fans, ne? Ja, schon Nachwuchs. Das ist, also es sind auch junge Leute, die dich dann noch kennen. Oder? Richtig, die sind Leute von meiner Generation. Aber ich finde das lustig, dass bei vielen Konzerten sind junge Leute so. 12, 13, 14, 15. Und die sitzen dann und sagen, Passion. Nach der Show frage ich, wie kennst du mein Lied? Du warst noch nicht geboren. Meine Mama spielt das immer. War cool, total cool. Würdest du irgendwas anders machen, wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, auf deine Karriere? Wer sind die Menschen, denen du wirklich zu Dank verpflichtet bist, die dich gepusht haben, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist? Ob ich hätte was anderes hätte machen? Nö. Nein. Vieles passiert in meiner Karriere durch Glück. Ich denke, ich habe immer hart gearbeitet. Also ich bin so jemand, ich habe ein Ziel, ich wollte machen.
habe ich meinen Koffer gepackt, bin ich einfach weggegangen. Und du musst das Wunsch haben, du musst Dedication haben, also richtig durchziehen, das Ziel. Und viel Glück ist gekommen, wie mit Fancy, wie mit Bobby Orlando. Ich habe ihn zufällig kennengelernt. Nö, ich bin zufrieden. Ich möchte, vor dass ich in Rente gehe, noch kein Top 10 wie The Flirts. Das möchte ich haben. Du bist mittlerweile sesshaft geworden in München. War das für dich als Amerikanerin mit italienischen Wurzeln irgendwie erst einmal ein bisschen ein Kulturschock? Total. Ich bin jetzt wirklich im März 29 Jahre in München, also in Deutschland. Ich habe immer in München gelebt. Und das, muss ich sagen, ist immer noch ein Kulturschock. Ja, die Italiener oder südländische Mentalität ist viel mehr spontan und Family. Die Tür ist immer auf, das ist immer Mange, ist ein Tisch, Teller Spaghetti und ein Glas Wein. Und die Deutschen sind cooler, Obwohl München ist nicht weit weg von Italien. Und viele Leute fahren in Italien in Urlaub. Man muss lernen, ein bisschen cooler zu sein, ne? Das ist nicht einfach. Gibt es eine bayerische Leibspeise in diesen 29 Jahren, was du besonders gerne isst? Was ich liebe? Ente. Mit Rotkohl und Knödel. Und Dunkelbier. Ich bin kein Biertrinker, ich bin Rotweintrinker, so italienisch. Aber wenn ich ein Bier trinke mit etwas bayerischem Essen, dann liebe ich Dunkel. Jetzt ist Starkbierzeit. Ja. Das liebe ich. Aber wenn ich eine Glas trinke, kann ich sofort einschlafen. Es ist ein Boom. Vielleicht werdet ihr später auch noch hier in Rosenheim fündig bei ein paar bayerischen Spezialitäten. Zuerst sehen wir dich jetzt aber noch einmal auf der Bühne mit Stronger Together. Okay. Linda Chorizo, ich sage danke, dass du mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich danke dir. Du bist wirklich eine sehr sympathische, natürliche Frau. Und ich sage jetzt, the stage is yours. Wir sehen jetzt Linda Chorizo mit Stronger Together. Yeah.